So Leute, und da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Until Dawn. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Es ist gerade super spannend. Wir haben die Schlüsselkarte gefunden und stratzen jetzt wieder zurück. Wir haben ja zwei Türen gesehen, die verschlossen waren. Und ich würde sagen, die nehmen wir uns jetzt mal genauestens unter die Lupe. Erstmal wieder hier zurückgehen. So, hier war doch die Tür am Ende dieses Flurs. Müsste eine der verschlossenen gewesen sein. Wir haben uns ja zwei Finger amputiert. Das war natürlich eine semi-geile Nummer, sag ich mal. Wo sind wir denn jetzt? Okay, ich habe mich verlaufen. Das ist natürlich ungünstig. Ach nee, ich musste hier, glaube ich, rechts. Geh doch mal hier rein. Ich habe da nämlich gerade was blinken sehen. Da war doch was, was geblinzelt hat. Da. Ein Buch. Ah, nee, ein Schnipsel. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Uiuiui, Statusbericht. 12 Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Keine Presse wollen in diesem. Solche mentale Traumata. Uiuiui. Geht auf jeden Fall die Luzi ab, Leute. Was geht hier vor sich? Arsch auf Grundeis. Ihr wisst ja, was los. Da war gerade ein Schatten. Oder war ich das selber? Was sind wir denn hier? Das ist... Was könnte... Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten? Oh, oh, Leute! Ich hab so Schiss! Aber ich bin jetzt hier gerade irgendwie irgendwo hingelaufen, wo ich gar nicht so genau weiß, wie ich hier wieder wegkomme. Bin ich nicht von da gekommen sogar? Doch, ich bin von hier gekommen. Und dann hier oben vielleicht. Hä? Komisch. Sehr merkwürdig. Oder sind wir von hier irgendwo gekommen? Hier sind meine beiden Finger auf jeden Fall abgeschnippelt. Und da vorne... Hat noch was geblinkt? Na, Plappermaul. Ach, den hatten wir schon. Wie läuft's? Na, Plappermaul, wie läuft's? Ich glaube nicht so gut. Ach, da! Da war die Tür. Chapel. Ab in die Kapelle, Leute. Ja, nimm die bloß wieder mit, die Karte. Jawohl, ich wollte schon sagen. Wichtig. Nichts wieder rein. Liegt was auf dem Boden? Kann man das aufheben? Nee. Boah, ich hab schon wieder Schiss, ey. Gleich passiert doch wieder irgendein Kack. Irgendwann knallt's gleich wieder. Lauf. Holy fuck. Der Typ so entspannt bleibt die ganze Zeit. Ich würde völlig ausrasten. Okay, wie komme ich da jetzt hin?
Heide Witzka, Leute. Okay. Wieder hier. Wenn der Typ so viel redet, dann hört er den doch. Sei ruhig, Kollege. Da ist es. Ah ja, hier können wir die Karte jetzt einstellen. Ich hab dem Hund nichts getan. Kaspar. Aus Versehen? Kaspar. Aber es war genau das Richtige. Yes! Sehr gut. Juhu. Okay, der Hund tut uns nichts. Alter Schwede, Schwein gehabt. So, was haben wir denn hier? Erstmal die Jacke anziehen, okay. Was ist denn dahinter? Können wir das gebrauchen? Ah, eine Pistole. Komm schon! Komm schon! Pistole! Wir sollten lieber mal checken, ob da Munition drin ist. Da, die Zigarre. Das geheime Zigarrenversteck. Die Zigarre hatten wir ja schon gesehen. In der Mine war eine erloschene Zigarre. Falls ihr euch erinnert. Ah. Knochen. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Bam! Tür auf, aber der andere hat uns 100 pro gehört. Kann uns ja nur gehört haben jetzt. Nichts wie runter, ne? Oh je, oh je, oh je. Laundry, also ab in die Wäscherei, ja? Oh Mann, ey. Es ist so krass, man ist so angespannt während des Games, weil gleich passiert wieder irgendwas. Schieß doch auf. Ah. Okay. Oh fuck, das war keine gute Idee. Ach du Scheiße. Oh, der Clown wieder. Der kann sich hier alles anschauen, wie es scheint. So, Matt. Wir sind jetzt Matt an der oberen Seilbahnstation. Hey, es ist verschlossen. Es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Okay, dann müssen wir irgendwo anders hingehen. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ach nee, wir kommen noch nicht mehr zurück. Sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen.
Oh Mann, ey, Leute. Jetzt gibt's hier doch gleich wieder Stress. Keine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Na, hau doch den Knüppel ab da. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Nee, schön Emily durchhelfen. Die kann von mir aus auch... Die kann von mir aus auch abschnippeln. Ich pass nicht durch, aber du... Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Schluss, mach jetzt! Mach das Ding auf. Natürlich hat er uns jetzt gehört. Das war natürlich viel zu laut. Die Olle soll sich mal nicht so anstellen da. Oh. Gott. Verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Weißt du, dass das der einzige Rückweg ist? Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Die können wir doch bestimmt irgendwie reinholen. Total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Da ist irgendein Mast. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Feuerwachturm. Okay, also hey, ab zum Feuerwachturm. Vielleicht oder sollten was? Wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Okay, auch eine Möglichkeit. Gehen wir mal hier zum Pult. Der Schlüssel fehlt. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, was versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Zustimmen oder... ja, zustimmen. Nicht widersprechen. Nicht zurückgehen. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt. Gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt. Ist gut. Was eine Bitch. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Sterbt, sterbt, sterbt. Okay, dann gehen wir mal zum Wachturm. Die Trolle hin? Oh, Moment. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Komm, hüpf rüber, Troller. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhand
Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Ey, diese Trulla, die ist doch so nervig. Unfassbar. Warum habe ich sie gerettet? Okay. Mann. Okay. Na gut. Oh mein Gott. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Komm gleich runter. Wow. Okay. Heiliger Stroh, sag, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Oh, heiliger Strohsack, Freunde, das scheppert nochmal. Okay, sie hat wieder die Lampe genommen. Wir haben die Axt in der Pranke. Das heißt, wenigstens können wir uns irgendwie verteidigen. Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber, okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Miss? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lounge. Das erwartet er nämlich von uns. Wir dürfen uns nicht verstecken, das ist absolut richtig. Ich bin auch der Meinung, wir müssen in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben, dann lübt das. Oh, da liegt was. Bestimmt ein Totem. Ja, ein Totem. Schauen wir mal, was drin steckt. Oh oh, Glückstotem. Alles klar. Da ist ein Glückstotem. Okay, hier ist irgendwie ein Abhang. Oh. Danger Cliff. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Okay. Da geht's also nicht weiter. Oh, Matt, was ist das? Scheibenkleister. Scheiße, shit! Was ist denn jetzt los? Ach du Kacke. Erstmal wieder zurück ins Haus zu Mademoiselle in der Badewanne. Ach, die weiß ja gar nicht, was abgeht. Da in dem Haus gab's ja. Da ist der Clown jetzt ja. Da steht einer. Ach, hallo? Du Kacke. Da stand einer die ganze Zeit im Raum. Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Oh, scheiße. Ich hab ein bisschen Schiss. Okay. Okay. Wir spielen jetzt wieder Sam in der Washington Lodge. Was haben wir hier? Da liegt erstmal nochmal was auf dem Boden. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Klamotten abgezogen. Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Natürlich ganz charmant, dass wir sie jetzt so quasi nackt spielen. Überall sind Kerzen an. Was zum Henker? Ich glaube, was zum Henker trifft, ist ganz gut.
Meine Fresse! Okay, alles klar. Nichts passiert. Nichts passiert. Chris? Mike? Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Überall war alles echt witzig. Ballons mit Pfeilen drauf. Seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Oh, ich dachte, da sitzt einer, ey. Abschlussballfoto. Hinten drauf steht bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. Oh mein Gott. Wo führen die Ballons uns hin? Natürlich in den Keller. Wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Natürlich in den Keller. Och, Girl, warum gehst du denn in den Keller? Na, gehst du in den Keller bitte? Wo seid ihr bloß? Wow, das ist schrecklich. Ach du. Nein! Schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Ach du Scheiße. Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was macht ihr da draußen? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Ah! Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 8. Nein. 7. Bitte, nein! Sam! Nein! Vase werfen. Geklaut. Vase werfen! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Springen, springen, springen. Aber in den Keller ist doch keine gute Idee. Weglaufen. Definitiv weglaufen. Nicht verstecken. Scheiße. Kann das ein Witz sein? Scheiße. Kein Türgriff? Ziehen aufdrücken, ziehen aufdrücken, ziehen aufdrücken, ziehen. Zu das Ding. Wo bin ich gelandet? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weiter, Mädel, weiter. Okay.
wenn er weglaufen muss. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ach du Scheiße. Nein, ich hätte mich verstecken müssen. Scheiße. Fuck. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Ach du Scheiße. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Ach. Du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Du Kacke! Was bisher geschah bei Until Dawn? Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Du bist ein Psychopath! Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Sechstens, Vergeltung. 5 Stunden bis zum Morgen. Oh, fuck! Bleib ruhig oder zurechtweisen. Reiß dich zusammen. Okay. Wir bleiben ruhig. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Haut ab, ihr Hirsche. Lasst uns durch. Nein, wir tun ihm nichts. Wir tun ihm nichts. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Jetzt spielen wir Emily auf der Klippe. Ach, du Kacke, Leute. Ach, du Kacke. Das ist ja wieder hochgradig spannend hier. Tja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch lassen. Ganz lieb wären natürlich auch Kommentare. Habt ihr euch auch so erschrocken wie ich? Mein Herz rast wie Sau, ey. Oh meine Güte. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Leute, ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Until Dawn. Ich wünsche euch was. Bis dann erstmal. Tschüss.